Ingeborg Mönckeberg mit ihrer Freundin Rita unterwegs. Trotz einiger Einschränkungen durch einen früheren Schlaganfall ist Ingeborg mobil und kann den Stadtbummel genießen. Das war nicht immer möglich. Im November 2020 bekommt sie starke Schmerzen im Oberschenkel und im Rücken. Ich weiß nicht, woher die Schmerzen kamen. Die waren plötzlich da von heute auf morgen. Ich konnte überhaupt nicht mehr auftreten teilweise. Das Einzige, was ich noch konnte, war sitzen, bisschen und liegen. Mein Mann hat versucht, mich hochzuheben und zu stützen und auch ins Bad zu bringen oder in die Küche. Aber es hat er nicht geschafft. Ich habe viel gebetet. Freunde haben für mich gebetet. Meine ganze Gemeinde hat gebetet. Und es hat sich überhaupt nichts getan. Ich war immer verzweifelter, immer geknickter. Und irgendwann haderte ich mit Gott und Jesus und fragte, warum bist du jetzt nicht da? Warum passiert immer noch nichts? Es ist jetzt so lange her und geht schon so lange. Und ich kann einfach nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ingeborg nimmt ärztliche Hilfe in Anspruch, ohne Erfolg. An einem Morgen eskaliert die Situation. Ich war aufgestanden, ging ins Wohnzimmer, wollte noch mal kurz ins Bad und dann bin ich zusammengebrochen. Mein Mann hat mich gerade noch aufgefangen gehabt, um Schlimmeres zu vermeiden. Und dann habe ich mich aufs Bett gesetzt und dann habe ich gesagt, es geht jetzt gar nichts mehr, jetzt rufen Notarztwagen, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende und ich will jetzt auch nicht mehr und ich habe die Faxen dicker. Im Krankenhaus werden ihre Schmerzen behandelt. An Karfreitag 2021 nimmt Ingeborg online an einer Gebetsnacht des Missionswerk Karlsruhe teil und lässt für ihre Schmerzen beten. Ja, also nachdem für mich gebetet wurde, ist erstmal überhaupt nichts passiert gewesen. Ich war dann auch ziemlich verzweifelt und ziemlich gefrustet und ja, bin dann auch so auch ins Bett gegangen. Am Schluss der Veranstaltung hatte Daniel Müller dann noch gesagt, dass man also nicht traurig oder gefrustet sein muss, wenn nichts passiert ist, dass Gott auch nachts wirkt oder auch die nächsten Tage und Wochen wirken kann. Am anderen Morgen bin ich dann aufgestanden und bin erst ins Bad gegangen und dann ins Wohnzimmer gegangen. Und wunderte mich, irgendwas ist jetzt heute Morgen ganz anders. Und stellte dann irgendwann, es dauerte eine Zeit lang, dann wurde mir klar, ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Und bin dann erstmal durch die ganze Wohnung gelaufen, hingesetzt, aufgestanden. Und es war alles weg, von jetzt auf gleich. Abends noch diese Riesenschmerzen, am nächsten Morgen überhaupt keine mehr. Heute fühle ich mich wunderbar, ich fühle mich befreit, gelöst. Wieder auch offen und kann mich wieder freuen und durchs Leben hüpfen und tanzen.